Scheiße. Nein, gerade nicht. So, sehr weit laufen. Aber sehr weit nach unten laufen. Na gut, ja, okay. Na gut, dann laufen wir halt in eine Ecke. Obwohl, dieser Wort, da könnte man auch mal hin. Da könnte man auch mal hingehen. Vielleicht, wäre ein Plan. Geschichten eines Dorfverkäufers aus Junktown. Er ist ein Skill. Ein Skill. Ja, lass mal dahin gehen. Ja. Das. Okay, das mit dem ohne ist das, wo wir da lang. Oh! Fuck. Huhu! Bitch! Alter. Das ist kein freundliches Ding. Warum schreit denn der Wirti-Wirt? Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Komm, schieß. Das Ding geht aber, fliegt aber nicht hoch, hä? Ich kann ruhig mal in die Luft fliegen jetzt hier. Kitty will das Ding in die Luft fliegen sehen. Komm schon. Oh, wunderschön. Hast du gesehen? Voll geil war. So, na gut, dann gucken wir jetzt hier rüber. Ich hab schon wieder schreckliche Ohrwürmer. Es tut mir leid. Nein, halt stopp. Hier lang. Hier lang wollen wir gehen. Lass mich hier hoch, bitte. Bitte lass mich hier hoch. Danke. So, das scheint nämlich echt ein Vault zu sein. Alter, das ist ein Vault. Ein Vault! Da, wo wir herkommen quasi. Aber ein anderer. Oh Gott, lass mich durch. Ich muss dahin. Noch 90, 8, 85 Meter. Haben wir sie gleich. Sind wir gleich da? Ich bin auch so neugierig, Kinders. Rennt da lang. Guten Tag, Herr Bär. Alter, ehrlich? Hör doch auf. Komm zu deinem letzten Gefecht. I'm sorry, Nick. Aber. Irgendwas Nützliches? Oh ja, immer, immer. Gucke an. Hallo. Freunde. Ich habe so viele Arten von Zerstörung im Angebot. Du siehst aber auch aus, als wärst du der letzte Krekore. Jetzt hier rein. Oh, hier will ich rein. Vault 81. Geh mal einfach mal rein und gehen mal gucken, was hier so abgeht. Vault 81. Der freundlichste Vault im ganzen Commonwealth. Denn hier schießen sie nicht sofort bei Sichtkontakt. Schön. Oh, jeder stehen bleiben. Vault 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Erklärung bitte. Ich hab ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? Ich will nur ein bisschen handeln. Wirklich? Und das soll ich dir glauben? Oh, Aufseher. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern.
Mhm. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Tut mir leid, Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir. Ich bin interessiert. Was braucht ihr denn? Fusionskerne. Genauer gesagt 3 Stück. Hab ich schon. Wenn du die Fusionskerne holst, lassen wir dich rein. Ich hab die Fusionskerne schon, die ihr braucht. Wirklich? Dann würde ich sagen, herzlich willkommen. Ich komm runter und wir treffen uns am Eingang. Okay. McNamara! What the hell? Komm, Nick. Du bist jetzt hier rein. Komm schon, Gwen. Meine Leute arbeiten seit Wochen doppelt so viel. Sie brauchen eine Pause. Alle arbeiten gerade sehr hart, Kerl. Denkst du, das weiß ich nicht? Gib einfach dein Bestes. Das ist alles, worum ich dich bitte. Gut, ich sehe, was ich tun kann. Aber wir wissen beide, dass wir nicht ewig so weitermachen können. Tut mir leid, aber wie du bald sehen wirst, haben wir einige Wartungsprojekte am Laufen. Gwen McNamara, Aufseher, willkommen in Vault 81. Wir sind stolz, dass wir den Vault in den letzten beiden Jahrhunderten am Laufen halten konnten. Wir wären gern ganz unabhängig, aber es gibt gewisse Ressourcen, die wir nicht selber bereitstellen können. Beeindruckend, dass du den Vault so lange erfolgreich am Laufen gehalten hast. Danke, das habe ich dem Aufseher vor mir zu verdanken. Hier wären einige anderer Meinung. Sie glauben, dass es ein Fehler war, dem Commonwealth die Türen zu öffnen. Interaktion ist eine gute Sache. Das Commonwealth verbessert sich. Das habe ich auch gehört, aber der Weg ist noch sehr weit. Deshalb gefällt mir das mit dem Geben und Nehmen. Wenn uns Fremde helfen wollen, helfen wir auch ihnen. Apropos, wenn du willst, kann ich dir diese Fusionskerne abnehmen. Natürlich. Natürlich. Hier sind sie. Danke. Dr. Penske wird sich sehr darüber freuen. Jetzt habe ich aber zu tun. Und was ist mit ihrer Begleitung? Ich erlaube es. Der Sicherheitsdienst ist sowieso schon wachsam. Wenn sie lange im Commonwealth gelebt hat, hat sie sich ihre Freunde sicher gut ausgesucht. Wenn du noch was brauchst, findest du mich in meinem Büro. Okay. Bilde dir nur nichts darauf ein, dass Aufseher McNamara dich hier reingelassen hat. Du bist nicht der erste und ganz sicher nicht der letzte Mensch von draußen hier. Okay. Hey, Neil. Hallo. Also haben wir heute neuen Besuch bekommen. Sag jetzt nichts. Aber meine Güte, ich wäre jetzt so gern da draußen. Nee. Da ist es ziemlich gefährlich. Du würdest keinen Tag überleben. Genau das befürchte ich ja. Zumindest wird 81 noch eine Weile stehen, so wie Aufseher McNamara uns derzeit schuften lässt. Harte Arbeit macht sich bezahlt. Und ihr haltet doch den Vault am Laufen, oder? Zumindest versuchen wir das. Offenbar sind es die beweglichen Teile, wegen denen wir derzeit rund um die Uhr arbeiten. Strukturell gesehen ist 81 wohl noch recht solide. Vault-Tec hat beim Bau dieser Orte keine halben Sachen gemacht. Gut, ich will dich nicht weiter aufhalten und ich muss wieder an die Arbeit. Vielleicht sieht man sich ja noch. Ne klar, Neil. Calvin kann immer neues Werkzeug gebrauchen. Hi. Halt wohl auch gut schon dafür. Wieder jemand von draußen? Warum haben sie dich denn reingelassen? Ich schau mich nur um. Hey, lässt Aufseher McNamara jetzt schon jeden rein? Was hast du denn gegen Leute von draußen? Ihr Leute von draußen versucht immer nur, uns auszunutzen. Ihr seid nichts als egoistische Tiere. Wie kommst du denn darauf? Ist was passiert? Ja, so könnte man das sagen. Hab ein Mädchen von draußen getroffen. Sie wollte mich von all dem hier wegbringen. Ich habe ihr mein gesamtes Geld gegeben, damit sie uns da draußen einen Platz sucht, an dem wir leben können. Monatelang habe ich nichts von ihr gehört. Bis ein fahrender Händler mir erzählte, dass er sie mit einem Mann in Diamond City gesehen hat. Ihr Leute von draußen seid nichts als Lügner, die nur auf sich selbst schauen. Oh, bitte. Ich habe dir nichts zu sagen. Ernsthaft? Während meiner Schicht gab es noch nie einen Vorfall. Und das sollte sich auch heute nicht ändern. Ich mach doch nichts. Keine Anzeichen von Strahlung. Beeindruckend. Ja, danke. Hey, Ashes. Was machst du denn hier? Eine kleine Witz. Wo willst du hin? Ash! Verdammt. Das wird Aaron nicht gefallen. Die Mietz ist doch... Nein.
Oh, die rennt nach draußen. Das ist garstig. Was gäbe ich nicht für ein wenig Freizeit? Dr. Forsyth und Rachel haben eine Menge medizinische Vorräte, falls du deinen Bestand aufstocken möchtest. Fast. Hallo, Edward. Jetzt, da du es hier reingeschafft hast, werden wir dich im Auge behalten. Tu uns also einen Gefallen und benimm dich. Ich benehme mich. Ich bin doch ein nettes Kätzchen. Lass uns Aufzug fahren. Ganz. Nein, nein, du kommst ja nicht rein. Psch, 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 psch. Kitty fährt alleine. Oh Gott, nein, er ist reingeglitscht. Guck mich nicht mit deinen großen, roten, gelben, leuchtenden, großen Augen an. Oh Gott, ist das creepy. Don't do it. No. Schön. So, was geht ab hier, Freunde der Sonne? Hey, Miss, bist du wirklich aus dem Commonwealth? Ja. Ja, das bin ich. Wusste ich's doch. Hey, ich kann dir den Vault zeigen, wenn du magst. Kostet nur 5 Kronkorken. Okay, einmal die Führung bitte, Austin. Hier sind die Kronkorken. Super! Ich muss dich Aaron zeigen. Die dreht durch. Komm mit. Wir fangen hier an. Okay. Wo geht's denn? Ich bin hier. Hey, wo willst du hin? Die Tour hat doch gerade erst angefangen. Na, das ist ja mal ein Anblick. Ja, wo willst du denn hin? Hi, Austin. Eines Tages schaue ich mir mal das Commonwealth an, wenn meine Oma es mir erlaubt. Ich gehe dann mal raus. Muss nicht auf mich warten. Schon wieder? Aber ich brauche hier deine Hilfe. Ich brauche mehr Samen. Schönen guten Tag. Unser Besuch aus dem Commonwealth. Willkommen im Versorgungslager. Du hast meine Hilfe seit Jahren nicht gebraucht. Ich habe derzeit einfach auch ist, keine Zeit kann zum warten. Aufräumen. Keine Zeit? Warum das denn? Na, wo soll ich nur anfangen? Wenn man mit Sachen zu tun hat, die über 200 Jahre alt sind, ertrinkt man recht schnell in Arbeit. Es gibt Tage, da würde man am liebsten gar nicht erst aufstehen. Aber das interessiert dich sicher nicht. Möchtest du dir mein Angebot vielleicht mal ansehen? Nee, gerade nicht. Heute nicht. Du findest mich dann hier. Oh, Aaron und ich können also einfach warten? Du bist mehr unterwegs als hier also bei die uns. Neue. Was Hab ist denn aus gehört, unserem liebenden Ehemann und Vater geworden? Haben. Wie lange hast du vor, hier zu bleiben? Hm. Warum interessiert dich das? Ich stelle hier die Fragen. Ich wohne hier. Ich habe ein Recht, das zu wissen. Weiß ich noch nicht. Werden wir ja sehen. Ja, werden wir wohl. Wir hier in 81 können uns um uns selber kümmern. Wir müssen nicht jeden Reisenden reinlassen, der sich zu uns verirrt. Geh mir nicht auf den Keks, Alexis. Sieht ziemlich übel aus da drin. Geh mir nicht auf den Keks. Das ist ja auch schön. Hoffentlich zickt 81 jetzt mal eine Weile nicht rum, damit wir hier eine anständige Pause bekommen. Wo habe ich denn jetzt die Schrauben hingelegt? Dr. Forsyth möchte dich sehen, wenn du kurz Zeit hast. Ja, ich nehme an, das ist hier, oder was? Guten Tag. Ach, hey. Einige unserer Bewohner sind weniger begeistert über Besucher von draußen, aber beachte bitte, dass sie nicht für uns alle sprechen. Wenn du Probleme hast, könnte ich mir das Terminal ansehen. Nee, alles gut, danke. Aha, hier schläft sie also. Alles gut, Nick. Du brauchst hier das Terminal gerade mal nicht angucken. Ich glaube, das mögen die hier eher nicht so, wenn wir das machen. Macht dein Pip-Boy auch ab und zu zicken? Meiner macht mir in letzter Zeit echt Sorgen. Entschuldigung, hast du meinen Kater gesehen? Ich glaube, er hat den Vault verlassen. Ich habe ihn gesehen, als ich herkam. Den Vault verlassen? Oh, bitte bring ihn zurück. Bitte. Niemand sonst würde rausgehen. Ja, natürlich. Ich suche nach ihm. Danke. Er heißt Ashes und ist ein süßer grauer Kater. Ich will nur, dass er nach Hause kommt. Hier, yeah, Kitty, Kitty. Wenn du was essen willst, solltest du zu Maria gehen. Sie führt das Sunshine-Dinner im Atrium. Wenn du gut essen willst, geh zu Maria in der Cafeteria. Sie hat immer was für dich. Classroom. Guten Tag. Du kommst von draußen, nicht wahr? Hast sicher schon viele Abenteuer im Commonwealth erlebt. Oh ja.
Es gab da schon ein paar interessante Momente. Nur keine falsche Bescheidenheit. Meine Kinder würden sich freuen, von deinen Erlebnissen im Commonwealth zu hören. Würdest du zu ihnen sprechen und von deinen Erfahrungen berichten? Na klar. Ich würde sehr gerne zu ihnen sprechen. Hervorragend. Schau einfach mal vorbei, wenn Unterricht ist. Ich unterbreche ihn dann einfach und übergebe dir die Klasse. Yay, Pädagogik. Kurzgeschichten, sprich mit Kate. Meine Güte, Bobby, kannst du das bitte sein lassen? Was ist, wenn Aufseher McNamara oder Whittaker dich erwischen? Ich arbeite jetzt schon 12 Stunden durch. Oh, du arbeitest. Klar, den alten Rusty herumkommandieren ist sicher unglaublich anstrengend. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Bitte richten Sie sämtliche Wartungsanfragen an Mr. DeLuke. Sie werden in chronologischer Reihenfolge bearbeitet. Ach, Rusty. Und? Viel zu tun zurzeit? In der Tat. Mr. DeLuke hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, meine Zeit zu verplanen. Ich bin nicht nur auf Reaktorwartung spezialisiert, sondern mache nun auch seine Wäsche, hole Erfrischungsgetränke und räume immer hinter ihm. Er ist ein Faulenzer. Hört sich an, als würde Mr. DeLuca lieber faul rumhängen, als zu arbeiten. Ah ja, genau das habe ich von mehreren Bürgern des Vaults schon gehört. Allerdings sollten Sie dankbar sein. Mr. DeLuca hat bestenfalls begrenztes Wissen über Reaktoren. Es ist besser, dass er die Finger von ihnen lässt. Aha, wahrscheinlich, ja. Hey. Hey, Besucher von draußen. Wenn dich mein nichtsnutziger Bruder nach Jet fragt, sag ihm, er soll Leine ziehen. In Ordnung. Weißt du, er ist ein Junkie und wird unvorsichtig. Wenn er erwischt wird, bekommen wir beide Ärger. Und so sehr ich dieses Büchsenparadies auch verlassen möchte, so will ich nicht gehen. Wenn er süchtig ist, solltest du ihm helfen, clean zu werden. Ich hab's ja schon versucht. Ich hab ihn eine Woche lang eingesperrt. Nach 2 Tagen hat er wieder was genommen. Ich gebe ja zu, dass ich auch schuld daran bin. Bobby bekommt seine Cams von mir und ich halte ihn an der kurzen Leine. Aber jetzt reicht's. Von mir bekommt der faule Sack nichts mehr. Gut. Das ist der erste Schritt, um deinem Bruder zu helfen. Das hätte ich schon lange tun sollen. Aber hier ist alles nicht so einfach. Okay, wo ist er denn? Der gute Friend. Ich hab ihn doch eben gesehen, hier ist er. Hey, unser Besuch von draußen. Na, verlaufen? Hier unten wird nicht gehandelt. Ich schau mich nur um. Tja, hier unten gibt's nur die alten Generatoren zu sehen. Oh, und hey, falls du Jet dabei hast, würde ich's dir abkaufen. Für 75 Kronkorken? Aha. Ich bin kein Dealer. Ich verkaufe keine Drogen. Hey, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Und wenn du unser kleines Gespräch für dich behalten könntest, wäre ich dir dankbar. Aber sag's Tina nicht. Die macht mich sonst nur zur Schnecke. Tina! Der Bruder hat voll. Vergiss nicht, was ich gesagt habe. Wenn er mich in Schwierigkeiten bringt, darf er sich das bis in alle Ewigkeit anhören. Okay, ja, die sind beide voll clean. Voll clean. Sie arbeiten aber im Reaktor, was ich doch sehr... nicht so gut finde. Hallo, jemand zu Hause? Nee. Na gut. Du kommst aus dem Commonwealth, nicht wahr? Tolle Führung, nicht wahr? Aufseher McNamara sagt, dass ich gut mit Leuten umgehen kann. Viel besser als Oma. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, Oma ist ziemlich toll. Zumindest mir gegenüber. Hallo. Mama sagt, dass es zu gefährlich ist, draußen zu spielen. Ja. Definitiv. Wenn du einen Arzt brauchst, findest du Forsythe und Rachel unten im Sanitätszentrum. Guten Tag. Weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Das ist ein altes Zimmer irgendwie. Du solltest mal bei Horatio vorbeischauen, wenn du schon mal hier bist. Im Commonwealth trifft man wohl nur selten Friseure. Was, wie Friseure? Wo? Was? Wie? Wo sind Friseure? Friseure? Hat jemand Friseur gesagt? Friseur? Willkommen, willkommen. Was bist du? Ach, hallo. Ich hoffe, das wirkt nicht unverschämt, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ja, bitte. Würdest du medizinische Proben abgeben? Vielleicht nur eine Blutprobe? Mhm. Klar. Du kannst etwas Blut haben. Ausgezeichnet. Setz dich einfach. Dann nehme ich dir Blut ab. Wo darf ich mich hinsetzen?
Warte, ich setze mich hier hin. Bitteschön. Es dauert nur einen Moment. So, hat doch nicht wehgetan, oder? Doch, schrecklich. Danke. Das wird eine große Hilfe sein. Jetzt muss ich sie umgehend vorbereiten. Entschuldigung, Dr. Forsyth. Ich frage mich oft, wie hygienisch wohl die medizinischen Einrichtungen im Commonwealth sind. So, überhaupt gar nicht, vielleicht? Du bist dieser Wanderer aus dem Commonwealth. Ich bin Rachel. Ich unterstütze Dr. Forsyth bei seinen medizinischen Aufgaben. Bist du krank oder verletzt? Nö. Aber bitte. Heil mich mal. Ja, wirf mal bitte einen Blick drauf, Doc. So, und jetzt beschreib mir die Symptome. Eins nach dem anderen. Ich glaube, ich habe da draußen ordentlich Strahlung abbekommen. Gut. Reinigen wir deinen Metabolismus. Mit einer dicken, fetten Spritze, die sie mir sonst so reinrammt. Ne, das ist ja sympathisch. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Nee, danke, alles gut. Heute mal keine Schusswunden oder gebrochene Knochen. Freut mich zu hören. Sonst noch was? Nein, das sagte ich doch schon. Danke, nee. Hab sonst keine Beschwerden. In Ordnung. Stirb mir da draußen nicht. Sonst war meine Arbeit umsonst. I'm trying very hard. Ich hoffe, wir haben genug Verbandszeug. Das weiß ich nicht. Wo habt ihr euren Friseur? Ich hab noch nicht entdeckt. Oh gut, ich habe die Scheißführung noch nicht gemacht. Glasruhm. Glasruhm brauchen wir gerade nicht, nehme ich an. Netter Pip-Boy. Geh zu Alexis, wenn er mal Zicken macht. Sie repariert ihn dir. Ja, super nett. Super, danke. Däumchen hoch und so. Aber pass auf dich auf, gute Frau. Ich tue das definitiv, danke. Ich suche aber gerade euren... Pass auf wegen der Wartungsarbeit. Die hören hier nie auf. Oh Gott, wo muss ich lang? Ich glaube, ich muss hier lang erstmal. Dann bin ich erstmal hier. Noch mal. Da muss wahrscheinlich der ganze Leitungskanal ausgetauscht werden. Was ist denn das? Achso. Danke, Horatio. Einfach himmlisch. Und ich dachte schon, ich schaffe es nie mehr hierher, bei meinen Arbeitszeiten. Ah, aber es hat doch geklappt. Und jetzt siehst du rundum erfrischt aus. Und vergiss nicht, in ein paar Monaten möchte ich dich wiedersehen. Zum Ansatz fertig. Geh dich ausruhen. Kann dir nichts versprechen, aber ich werde es versuchen. Ah, ich hatte gehofft, dass du vorbeischaust. Ich weiß aus Erfahrung, dass das Commonwealth gnadenlos zur Frisur ist. Also, Lust auf einen Haarschnitt? Immer her damit. Klingt gut. Gut. Mal sehen, was das Commonwealth mir so beschert hat. Setz dich doch schon mal.